Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen Deutz Fahr Actron M-Serie euch heute hier zeigen. Ja, er ist nicht lockfehlerfrei. Er hat da Probleme mit, also mit der Reifen. Also wie ich das gesehen habe, da haben wir jetzt hier, da kommt das hier drin hier. Da sind wir hier, also Whale, also Konflikt, da haben wir hier immer wieder hier diesen Fehler drin. Ja, wenn man bei die Reifen dann durchschaut, also es fehlen da so, wie ich gesehen habe, die Zwillingsbereifung wird dann auch, glaube ich, dieses sein. Ja, also es wiederholt sich und wiederholt sich. Ja, vielleicht hilft ja mein Video hier, diesen Mod vielleicht fehlerfrei zu machen. Ich finde, der ist ganz soweit das cool gemacht. Er ist ja auch mit, also IC-Control hier nutzbar. Eines, was ich noch blöd finde, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, dass wir vorne die Kotflügel nicht wegtun können. Das wäre ja auch nice. Ja, das hat was mit der Reifengröße zu tun. Da kommen wir natürlich dann nachher auch gleich drauf dann zum Sprechen. Jedenfalls, ich finde jedenfalls, der Trecker ist nicht schlecht gemacht. Deswegen mache ich ja auch dieses Video. Aber er ist halt nicht lockfehlerfrei. Vielleicht hilft das ja. So, also wir möchten ja mal uns das Ganze natürlich jetzt im Detail anschauen. Das gute Stück kostet hier 51.000 Euro. Miete sind wir da bei 2.601. Wir haben eine Grundleistung von 145 PS, entsprechend 107 kW. Und manuelle Schaltung. 270 Liter Tank, 50 km/h, 4,4 Tonnen. Und wir haben jetzt als Standardreifen drauf Conti. Motorisierung haben wir den M600. Ja, da gibt es dann auch noch den 610. Mal schauen, ob da irgendwo was zu sehen ist. Nein, ich sehe jetzt hier keinen Aufkleber drauf. Dann haben wir 155 PS, entsprechend hier 114 kW. Dann gibt es den 620 mit 165 PS, entsprechend hier 121 kW. Dann den 640, da haben wir hier 185 PS, entsprechend hier 136 kW. Oh, dann geht es wieder von vorne. Ja, also wir haben jetzt Conti drauf mit Standard. Da gibt es das Ganze einmal hier, sehen wir hier mit Trelleborg Standard. Da gibt es das Ganze einmal, wie man sehen, die Breitreifen. Da finde ich ein bisschen blöde, dass wir, also das mit dem Kotflügel jedenfalls, ich habe es das noch nicht gefunden, wie man den also mit IC-Control oder sowas abwerben kann. Wir können hier den auch nicht abwählen, wie wir hier sehen. Ja, geht da leider nicht. Und dann haben wir hier die Pflegebereifung alt. Ich finde, das ist schon nice natürlich. Da wäre es auch natürlich toll, wenn man den Kotflügel demontieren könnte. Ja. So, dann gibt es hier wieder Standard. Dann gibt es hier als nächstes Michelin mit Standardbereifung. Dann haben wir gleich hier die fetten Reifen. Dann gibt es hier noch dicker. Und dann sehen wir hier das Ganze hinten so mit so Montageschalen oder was das sind. Alter, dann habe ich den hier übersehen, okay. Wie wir jetzt hier sehen, haben wir da also die Zwillingspflegebereifung. Dann wieder hier Standard. Aber jedenfalls haben wir hier ein Warning drin. Das hat was mit den Reifen zu tun. Dann haben wir hier Mieters mit also die fetten Reifen. Dann also als nächstes hier Fredestein mit den dicken Reifen. Dann wieder von vorne. Ich denke mal, wir nehmen mal den anderen auch noch. Ja. So. Und was haben wir als nächstes? Wir haben hier also Rundumleuchte mit der auf der linken Seite, auf der rechten Seite, beide Seite, keine Seite. Also dann gibt es dann vorne, wie man sehen, den Gewichtträger. Also da funktioniert, wo ich den geschaut habe mit dem Langgewicht, das nicht. Aber wir schauen uns das den dann an. Da gibt es jetzt hier noch, also 200 bis 1000 Kilo geht das Ganze mit dem Frontgewicht. Und dann haben wir hier eine Dreipunkt, wie wir sehen, das Ganze. Und dann gibt es das Ganze nochmal hier mit Zapfwelle. Dann gibt es hier Frontladerkonsole hier von Stoll. Dann gibt es dann Aloha und Hauer. Dann gibt es hier noch, natürlich noch Farbwahl in also verschiedene Arten Grüntöne, wie wir hier sehen, und natürlich hier für Black Beauty zu machen und natürlich Metallic Design genauso. Also ich finde, das sieht schon mal sehr interessant das Ganze aus, wenn man sich das hier so natürlich hier anschaut. Ich denke, wir nehmen hier dieses Grün. So, Kennzeichenwahl natürlich so und so, wie du es gewohnt bist. So, schauen wir mal, haben wir alles? Jawohl.
So, da habe ich jetzt das schon mal hier hingestellt, wie wir hier sehen. Das eine hier, das komplett hier also mit also Verschmutzung. Und dieses gute Stück ist hier mit Abnutzung. Wie wir hier sehen, so her. Mit die Pflegebereifung. So, dann nehmen wir hier das gute Stück einmal. Da kommen wir gleich. Jetzt habe ich hier vorne den ohne. Ah ja, den einen habe ich drüben stehen. Okay, machen wir das Ganze mit denen. Also schauen wir mal. Jetzt sind wir im ersten Gang, schalten den zweiten hoch. Jetzt sind wir schon im vierten. Sechste. Haben wir hier 53 km/h. Machen wir mit denen jetzt gleich hier uns einen Tetcher-Test, dann schauen wir uns das andere natürlich an. Also, soweit ich gesehen habe, ist hier der. Na. Das Joystick für die Frontladerkonsole nicht animiert. So, sind wir jetzt hier. Der Tetcher passt. Mit dynamischen Schläuche. Man fährt also lang im ersten. Das Rückwärtsgang ist sogar eigentlich sogar schneller. Hier der Tetcher-Punkt ist so tief gesetzt. Dann sind wir dann auch gespannt, ob natürlich hier Zapfwelle und das Ganze natürlich über IC-Kontrolle hier funktioniert. Schauen wir mal jetzt nach innen, weil angezeigt natürlich wird das alles erst, wenn wir natürlich hier erstmal das Lenkrad nach unten heben. Da kann man hier, wie wir sehen, hier die Zapfwelle ein- und ausschalten von innen. Natürlich hier ist unser Drücker ein-aus. Fenster, Türe, dann hier das Rollo. Dann kann man das Dach aufmachen, dass man es nochmal sieht. Das Dach ist jetzt offen. Kannst wieder zumachen. Dann vorne können wir aufmachen. Dann hier in der Seite. Und ja, mehr geht jetzt hier nicht. Dann haben wir hier noch also den Blinker. Dann die Lichter sollten dann sein. So, ja, jetzt schauen wir nochmal nach draußen. Ob man hier die Zwillingsbereifung, ja. Ob er hier natürlich das verbaut hat oder nicht, das sehen wir natürlich dann gleich. Also ich glaube nicht, wie wir jetzt hier sehen. Wir können auch hier die Rundumleuchten ein- und ausklappen. Mal schauen, ob das hier auf beide Seiten. Ne, das ist sogar separat. Ich finde das schon mal cool. Schade ist natürlich, dass hier das nicht also belegt natürlich hier ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Und ja, wie gesagt, also ich finde es schade, dass man hier über IC-Control hier vorne also die Schmutzfänger nicht abmontieren kann. So, jetzt schauen wir natürlich vorne das Ganze uns an. Also der Sound, den finde ich echt cool. Das war ja ein 13er, glaube ich, der schnellste Trecker sogar. Vielleicht nicht dieses Modell, aber es war der Deutz, der grüne. Wie wir hier sehen, hier vorne. So, schauen wir uns jetzt noch das hier mal an. Senken wir mal. Mal schauen, wie weit der runter geht. So, da haben wir schon mal das Problem, dass er vorne zu weit runter geht. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt natürlich schauen wir uns den anderen Attacher noch an. Da sehen wir, der Attacher-Punkt passt. So. Was haben wir jetzt hier für einen stehen? Das ist jetzt ohne Zapfwelle. Da schauen wir uns das auch noch gleich an. Ob da
trotzdem die Zapfwelle dran geht. Sollte normalerweise nicht. Und mit dem machen wir dann unsere Silofahrt und wir schauen uns dann gleich noch den einen an, da wo also kürzere Blatten davor sind für na das Gewicht natürlich. Wie wir sehen hier genauso. Also Zapferlenk nicht an, aber der Unterlenker haben das gleiche Problem natürlich. Boah, jetzt krieg ich Schluck auf auch noch. So, dann laufen wir mal rüber. Dann schauen wir hier den Attacher-Punkt natürlich an. Starten wir. Perfekt, also super. Finde ich toll. So, jetzt hier den hier. So sehen wir jetzt, da starten wir mal. Und das schauen wir uns hier auf die Seite. Wie wir sehen, hier Frontlader wird betätigt, aber das Heustick oder sowas wird hier leider nicht animiert. Das ist schade. Wie mal sehen. Können wir noch weiter schauen? Also hier ist sonst nichts eigentlich zu sehen. Das finde ich ein bisschen schade. Sonst wäre es echt nice. So, jetzt machen wir hier unsere Silofahrt. Das ist jetzt der ein bisschen mehr Power hat. 185 PS. Und dann machen wir mit denen natürlich unser Lichttest. Hier die Hupe. Da denke ich mal, da können wir ja unseren Kaweco mal probieren, weil der andere Burger, der wäre meines Erachtens ja doch ein bisschen, ja, denke ich mal, ein bisschen, ja, zu schwer, würde ich sagen. Schauen, ob wir den hier rüberfahren. Aber ich denke mal, mit 185 PS wird das normal schon schaffen, die 47 Kubik drüber zu fahren. Also schafft er auch. Nicht mal, braucht man nicht mal viel Schwung, aber er schafft es. So. Es war falsche Taste. Egal. Würde ich mal sagen. Einfach zu spät schlafen gegangen. Linker will man sehen. Reflexion passt ganz gut. Nummer 6 haben wir hinten. Nummer 5 haben wir vorne, ist Arbeitslicht. Einmal F geschalten. Bremslicht, ja, da fehlt die Reflexion am Boden. Auch vom normalen Licht. Wie wir sehen. Sonst ist ja der Scheinwerfer ja da. Er reflektiert ein bisschen, aber nicht viel. Ich glaube, der hat das Problem nach innen gelegt. Wie wir ja sehen, wir haben also. Der hat den Schein irgendwie nach innen gelegt. Wir haben innen drin irgendwie, was sollte das so sein oder was? Ja, wir haben ein Rotlicht sogar drinnen. Okay. Aber, ja, es blendet vielleicht nicht so, wie wir hier sehen, aber ich finde, es sieht schon cool aus. So, dann schauen wir jetzt natürlich jetzt über ein IC-Control natürlich hier unsere Funktion natürlich an. Das sehen wir jetzt hier. Das ist hinten. Das sehen wir jetzt da. Das vorne ist Arbeitslicht. Wie wir sehen, hier Warnblinke. Linker links, linker rechts und natürlich dann aus. Also
Finde, wie gesagt, also der Mod ist halt schlecht. Das Einzige, was eigentlich gemacht wird bei dem Mod, nochmal drüber geschaut, wie man gesehen hat, also zwecks wegen den vorne mal den Unterlenker, der wird einmal so eingestellt, dass er ganz runter geht, egal was für einen Reifen du drauf hast natürlich, weil du kannst natürlich weiter runterfahren, her in der Richtung. Und natürlich hier hinten der Kugelkopf wird gemacht, die Reflexion, wie wir gesehen haben, von dem normalen Rücklicht und dem Bremslicht natürlich, also wird gemacht, also das wird auf alle Fälle, ja, und auf alle Fälle natürlich hier unsere Lok, wie wir gesehen haben, jetzt hier, also die wird eben, also egal wie oft du dann reinschaust, die Lok, also die sieht nachher dann so aus und irgendwann hast du, es ist eigentlich immer nur dasselbe, wenn wir sehen, da steht hinten in Klammer 3. Ja, also wenn einer sich natürlich auskennt, der kann natürlich sich den richten, ja. Und wenn einer sich nicht auskennt, der schaut halt leider durch die Finger. Ja, das war's das soweit das her. Ich hoffe, es hat dir hier mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du reinschaust. Hier sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.